Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, wie weit man noch mit einem Restreichweitenstand von 0 oder weniger kommt und was passiert, werden wir in diesem Video herausfinden. Und wenn euch das gefällt und interessiert, dann bleibt dran. Kommentiert mal und gebt mal einen Tipp ab, was ihr erwartet, wie viel Liter Reserve, also die doppelte Reserve es gibt und wie weit man damit kommt. Also was würdet ihr Pi mal Daumen schätzen, wenn wirklich dreimal der Strich oder viermal der Strich im Display kommt, was erwartet ihr, wie weit kommt ihr und wie viel Liter werden das sein, die Reserve der Reserve, wenn schon Ende ist. Würde mich interessieren, bitte kommentieren, weil die Auflösung gibt es am Ende des Videos, weil ich bin immer noch am Fahren. Und bin dabei, es herauszufinden. So, kommen wir einmal zur aktuellen Ausgangssituation. Aktuelle Reichweite 2 Kilometer. Mein Wagen ist kalt. Also ich bin in den letzten Tagen mal runtergefahren, den Tank. Und da kam mir die Idee, ja, filmst du das mal? Mal gucken, was passiert. Ich habe nämlich hinten im Kofferraum einen schönen, nagelneuen, vollbetankten mit Ultimate 102 Kraftstoffkanister aus Edelstahl. Nee, aus Stahl. Oh, hier ist ein Blitzer. Aha, ohne mich. Auge, Digga. Wie heißen diese Blitzeanhänger? Und den habe ich mir bei Wagner bestellt. Richtig geil in so einem Grün. Und der ist komplett mit Schnorchel. Auch richtig cool. Meistens kauft man nur den Kanister ohne Schnorchel. Aber der ist jetzt mit Schnorchel. Für, ich glaube, was habe ich bezahlt? 27 Euro plus Versand oder mit Versand oder so. Ich blende das mal ein. Der ist auf jeden Fall echt gut. Ja, zum Aufbau. Ich habe einmal eine Kamera, die mein Tacho zeigt. Und einmal eine Kamera, die mich zeigt und einmal die Dash-Kommando-App nebenbei laufen. Die zeigt immer an, wie viel Sprit ich schon verfahren habe. Die läuft hier aktuell schon. Ich bin jetzt 200 Milliliter Sprit sind schon weg. Interessant wird es natürlich in dem Zeitpunkt, wenn die Anzeige wirklich 0 zeigt oder was nach der 0 kommt. Nach 0 kommt nämlich, das hatte ich schon mal, Strich. Also kommt halt gar nichts mehr. Und da ist natürlich die Frage, wie weit kommt man, wenn man noch Strich hat und wie viele Liter sind das? Also am wichtigsten ist natürlich die Literfrage, denn wenn man seinen Verbrauch kennt und weiß, wie man fährt, dann ist die Literangabe jetzt hier beim 330i N52 B30 E90 sehr interessant. So, mein Motor ist aktuell kalt, den fahren wir jetzt erstmal trotzdem ganz entspannt warm, wenn wir den überhaupt warm kriegen. Ich weiß nicht, was ihr für Spezialisten seid bezüglich Tankleerfahren. Ich bin jemand, der sehr schnell und sehr flott tankt. Das heißt, wenn irgendwie ein Viertel weg ist und der Kurs ist gerade gut, dann haue ich direkt den Hahn rein und mache den Wagen wieder voll. Also ich habe eigentlich immer einen vollen Tank. Was auch immer auffällt, ist, wenn man in diesem Reservemodus ist, also bei mir sieht man auch hier schön die orangene Tankzapfsäule, dass diese super filigran agiert. Das heißt, wenn ich irgendwie einmal einen Hubbel habe, dann macht er schon gleich 2 Kilometer weg, dann 2 wieder drauf. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Oder ich bremse einmal stark oder ich gebe einmal mehr Gas. Die ist super, super, super genau in den letzten paar Metern. Eigentlich bin ich ja mit 6 Kilometern gestartet. Die setze ich auch mal zu. Ah, nee, habe ich ja, checke ich ja alles. Und mit so viel bin ich eigentlich gestartet. Und das ist natürlich interessant zu wissen, wie lange ich denn überhaupt das Spiel spielen kann, bis denn die Null kommt, weil aktuell steigt sie und fällt sie immer wieder. So, jetzt sind wir 6 Kilometer. Ich denke mal, in 6 Kilometern kriegt man den ansatzweise warm. Wir standen den ganzen Tag draußen, heute sind noch, jetzt abends sind, wie viel Grad? 16 Grad. Das sollte auf jeden Fall reichen, um ja, so 70 Grad Öltemperatur hinzukriegen. Schauen wir mal. So, man sieht, die 50 Grad Öltemperatur haben wir schon. Das ging echt flott jetzt, nach 3 Kilometern. Ja, es liegt ja daran, dass der Wagen auch den ganzen Tag in der Sonne stand und deswegen schon vorgewärmt ist. Mich interessiert natürlich, wie viele Kilometer man noch schafft oder wie viele Liter man hat, wenn der Wagen warm ist. Aber ob ich das noch hinkriege, weiß ich nicht. Jetzt steht da die 1, jetzt wieder die 2. Ich streiche das Gaspedal mal wieder, es steht da 3. Ja, das Spiel wird noch so ein bisschen so gehen, also gucken, wie viel ich hier wegschneide, wie viel nicht. Ich melde mich spätestens wieder, wenn das so weitergeht, wenn mein Motor komplett warm ist.
Ja, Leute, ich überlege gerade, es gibt ja zwei Varianten, wie ich das jetzt herausfinden kann, wie weit man noch fahren kann. Ne? Also einmal kann ich wirklich gucken, wie viel Kilometer kann ich noch herauskitzeln, wenn da jetzt 3 oder 4 mal der Strich steht, also minus, 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 und da wirklich Sense ist mit einem warmen Motor. Oder ich baller einfach, bis er leer ist, und dann sehe ich ja anhand vom Dash-Kommando, wie viel Liter ich verfahren habe, und dann kann man sagen, so, wenn wirklich die Null da steht, dann habt ihr noch 3 Liter Superreserve, also die Reserve nach der Reserve, und dann geht es erst in die Fritten. Und wenn ihr euren Verbrauch kennt, sagt ihr, jo, wenn ich super sparsam fahre, kriege ich ihn auch mit 8 Litern hin und ich habe noch 3 Liter, dann könnt ihr euch ungefähr Pi mal Daumen ausrechnen, wie weit er noch kommt. Aber ich bin jetzt schon eigentlich weitergekommen, als ich dachte, mit der Anfangsanzeige. Ne? Also wie gesagt, am Anfang 6 oder 8 Kilometer stand drauf. Ich bin jetzt schon mehr gefahren als... Ich bin 6 Kilometer gefahren und jetzt zeigt er noch 3 an. Also eigentlich, ja, pendelt sich ein. Ne? Aber Motor war kalt, also halt, verbrauchte noch mal mehr. Also aktuell habe ich Verbrauch von 10,4 Litern. Kriegen wir erstmal den Motor warm, dann schauen wir mal weiter. Ein. Zwei. Penetriert einen ganz schön, ne? Man denkt so, nein, oh nein, ist gleich vorbei. Und dann sagt er wieder, ah, hier hast du noch. Das ist ja wie das Efficient Dynamic Driving, wo man belohnt wird für nicht schnell fahren. So, jetzt habe ich einen. Ich fahre, so, jetzt haben wir Strich, Strich, Strich. Jetzt setze ich hier den Wert einmal zurück. Da passt ja hier die Ampel gerade wie die Faust aufs Auge. 700 Milliliter habe ich verfahren. Jetzt kill ich den trotzdem nochmal. Und 7 Kilometer bin ich gefahren. So, und jetzt habe ich hier 3 Striche stehen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, er macht das jetzt auch so, wie ich will. Löscht das. So, aktueller Zustand. 4x Minus. Motor ungefähr 80 Grad. Öltemperatur. Die App habe ich zurückgesetzt. Ich setze nochmal hier den Kilometerstand nochmal zurück. Dann können wir mal gucken, wie weit wir noch kommen und wie viele Liter das insgesamt sind. Schauen wir hier nochmal auf die App, dass sie das hier mittrackt. Das ist nämlich das Wichtigste. Kann man denn gut liegen bleiben? So, einmal neues Update. Und zwar, jetzt habe ich die 100 Grad Öltemperatur. Verbrauch liegt aktuell bei 7,8 Liter. Wie gesagt, Stadtverkehr ohne Verkehr. Also mal 50 in der Stadt rumjockeln. Ich fahre aktuell im 4. und im 5. Gang bei 50 km/h und habe jetzt 200 Milliliter verbraucht, was ja wirklich nichts ist. Ne? Also ich denke, da wird noch mindestens ein Liter Reserve drin sein, in der Reserve, wenn nicht sogar mehr. Aber das werden wir mal herausfinden, ob das Ganze hier funktioniert. Was ein bisschen ärgerlich ist, da vorne ist ein VW Passat R36. Der ein bisschen Welle macht mit seinem Auspuff. Dem würde ich gerne mal ein bisschen Soundcheck geben. Aber machen wir immer den Spritboy, ne? Also jetzt sind wir hier mal ordentlich am Sparen und gucken mal, wie weit man noch kommt. Falls einer in die Situation kommen sollte, oh weia, und hat keinen Kanister dabei, damit er weiß, wie weit er noch ungefähr fahren kann, wenn er sparsam fährt. Aber Leute, ich muss euch sagen, da ich tendenziell immer einer bin, der wirklich sehr schnell tankt und es selten darauf ankommen lässt, in die Reserve zu kommen, ist schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass ich bei dieser Fahrt hier irgendwo liegen bleibe. Also das ist schon echt unangenehm. Gerade vor allem, ich habe ja noch den Vorteil, dass ich jetzt hier hinten 20 Liter Kanister mit dabei habe. Aber ich will jetzt nicht in einem Elektroauto sitzen, ne? Da ist man ja richtig am Arsch. Weil da ist ja gar nichts mehr. Ne? Da kannst du nicht mal eben irgendwie mit deinem iPhone deinen Tesla laden. Das wäre natürlich super geil. Aber ich glaube nicht, dass das geht, ne? Weil dann bist du wirklich am Arsch. Da ist halt vorbei und dann musst du dir einen Abschlepper holen oder einen Abschlepper bestellen und dann gucken, wie man weiterkommt, ne? Und dann ist es mal nicht mal eben so vollgemacht, das Ding, sondern man muss ja wirklich planen, ne? So, kleines Update, ich habe jetzt 6 Kilometer abgespult und ungefähr 500 Milliliter verfahren, also einen halben Liter.
ich kann mir vorstellen, dass ich echt noch ein bisschen unterwegs sein werde, bis es dann soweit ist. Aber für den Fall der Fälle dann natürlich ganz gut, ne, ein bisschen Reserve zu haben. Oh, wie lange das dauert, bis ein Liter weg ist, ne? Also ich habe jetzt erst 900 Milliliter verbraucht. Das kann sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen hinziehen. So, jetzt haben wir hier 25 Kilometer abgespult. Ich habe 2 Liter, ich habe gesagt, 3 Liter sind es bestimmt. Ich habe 2 Liter verfahren, 1,9 sind es insgesamt. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, dass er bald gegen Ende geht, ist klar. Aber ein bisschen geht was, 25 Kilometer schon. Verbrauch, Schnitt, ja, das ist natürlich jetzt sparsam, ne? 7,7 jetzt, gerade umgesprungen. 7,7 und 1,9 Liter weggefahren. Aber nimmt er noch. Also wir sind jetzt 31 Kilometer gefahren. Ich habe insgesamt 2,5 Liter jetzt drauf. Also die habe ich weggefahren. Warte, Straße achten hier. 2,4 Liter sind weg. 31,6 Kilometer gefahren. Und es geht immer noch. Verbrauch habe ich aktuell 7,8 Liter. Das Handy läuft noch. Das ist gut. Oh, 50 Minuten schon. So, unbegrenzt. 3 Kilometer. Das ist auch nicht geil, Leute. Ich muss euch ernsthaft sagen, als ich die Tour gestartet bin, also ich habe ja den Tank wirklich sehr weit runtergefahren, als wir losgefahren sind, auf Restreichweite von 6 Kilometer. Und es war so, dass ich davor 30 Kilometer eine echt entspannte, lange, entspannte Tour gefahren bin. Abends hatte grüne Welle, also ich hatte wirklich einen Verbrauch von gar nichts gefühlt mit dem 330i. Und dachte mir so, joa, scheiße, ey, der Motor ist kalt. Am Anfang, wenn er kalt ist, zieht er sich echt erstmal so die ersten 5, 7 Kilometer richtig Sprit weg, bis er dann warm ist. Oder so, bis er so seine 70 Grad hat, dann wird das halt mit dem Kraftstoffverbrauch deutlich weniger. Und da dachte ich mir so, boah, ich würde gerne wissen, wie weit ich komme, wenn mein Motor warm ist und dann diese jetzt 4 Striche im Display kommen. Und da hatte ich echt am Anfang, und ich so ein Kabel. Noch eine Tanke, aber Ende hier, die ist aus. Da hatte ich am Anfang echt Bedenken, dass ich überhaupt mit dem ganzen Restsprit von den 6 Kilometer Restreichweite es überhaupt schaffe, den Motor warm zu fahren. Das haben wir am Anfang geschafft, das ist ja echt sehr erfreulich, dass wir wirklich mit dem warmen Motor das Ganze hier starten. Oh, hier sind Kühe, die sind ja echt lila, krass. Und nee, super geil, dass das noch geklappt hat, aber jetzt fahre ich hier und ich hatte echt Schiss, so scheiße, wo fahre ich überhaupt lang, dass ich nicht mitten auf einer befahrenen Straße in Hamburg, am besten noch einspurig, mitten in der Stadt hängen bleibe und ich dann da mein Auto zur Seite schieben muss, um es dann zu tanken und so. Und jetzt fahre ich schon 36 Kilometer durch die Gegend. Ich habe jetzt 2,9 Liter verfahren und das Auto läuft immer noch super und ich bin irgendwo in der Walachei. Wie gesagt, lila Kühe gibt es hier. Lila Kühe mit Weiß, lila Kühe mit Blau, also echt sehr, sehr idyllisch hier. Also die Milkerkühe gibt es wirklich. Ich denke, man denkt ja immer, wenn jemand aus der Stadt kommt, dass die Kühe schwarz sind, aber in Wirklichkeit sind die ja alle blau, ne? Sind lila, das ist ja völliger Quatsch, ne? Also, wer glaubt denn schon an schwarze Kühe, ne? Schwarz-Weiß ist ja keine Kuh heutzutage. Ist ja richtig Pampa hier, stinkt auch schon nach Kuhdorf. Aber für mich doch erstaunlich, hier war ich noch nie in meinem Leben, wie nah an Hamburg doch so Umland ist, wo halt so nichts geht, ne? Tja, so, ein bisschen Kette geben. Wie viele Umleitungen komme ich denn zurück hier, Alter? Scheiße. Umleitung, ist schon die dritte Umleitung, die ich jetzt hier fahre. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in der Pampa Deluxe hier. So, wohin können wir fahren? Oh. Ja. Da.
So, und jetzt mal 100 in die Kurve. Kai, Alter. Kennt ihr das Video? Kai, Alter. Also noch ein zwei Videos. Es gibt aber, und jetzt mit 100 in die Kurve. Das ist epic. Und dann natürlich Kai, Alter. Schreibt mal rein, ob ihr das kennt. Kai, Alter. So, Umleitung hört auf. Und wo ist von mir? Sackgasse von meiner Nase. Digga, wo bin ich hier? Anlieger frei. Ja. Fickt euch. Ah, jetzt das Ende. Oh, ist vorbei. Aus. In der Ultra Pampa Deluxe ist jetzt Ende. Verfahren haben wir, ich hab's gesagt, 3 Liter. 3,1 Liter, 8,1 Verbrauch. Jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, man spiegelt ein bisschen. Ich lese vor, mache einen Screenshot. Wir haben einen Verbrauch gehabt auf dieser Tour von 8,2 Liter. Mein Finger. Wir haben einen Verbrauch gehabt auf dieser Tour von 8,2 Liter. Wir haben 3,1 Liter Reserve gehabt, also doppelte Reserve. Ich bin 45 Minuten gefahren, davon 2 Minuten Stand, also 2 Minuten Ampelgeier. Und wir sind insgesamt 38,3 Kilometer gefahren. Und jetzt bin ich Ultra-Empty. Er hat gedauert, bis er angefangen hat. 700 Meter hat er sich verschätzt, bis er anfängt. Das heißt, ich bin 39 Kilometer gefahren. Mein Handy 2 hat es leider nicht gefilmt. Keine Ahnung, wann das Handy ausgestiegen ist. Also wir sind 39 Kilometer gefahren. Jetzt ist komplett empty. Und jetzt hier mitten in der Pampa füllen wir wieder den Wagen mal auf. Und dann geht's wieder zurück, ganz entspannt. So, und damit ihr sagt, das Ganze ist kein Fake, hier nochmal, jetzt kann er auch scharf stellen, der Kollege. Also 8,2 Liter im Schnitt ist auch echt gut für einen 330i. 3,1 Liter Reserve. Dann 38,3 Kilometer, wie gesagt, ich habe den einmal reset, das hat einen Augenblick gedrückt. Hier sind es 39, weil hier habe ich nämlich genau drauf gedrückt. Der hat immer eine kleine Dauer von hier nach da. Hier sieht man mal die Leistungsdaten. 102 km/h maximaler Speed. 4500 Umdrehungen maximale Umdrehung, 267 Newtonmeter maximal abgerufen, Durchschnittsgeschwindigkeit 50,3 km/h. Ja, eigentlich ziemlich entspannt. Und dann machen wir mal wieder voll den Lachs. So, hier sieht man einmal den Kanister. Hui, wir sind hier jetzt in der Super Pampa. Zeige ich euch einmal. Mond ist am Start. Geht so gar nichts. Aber besser hätte ich nicht liegen bleiben können. So, ich spanne das mal ein. Alles gut, ich mache mir Fotos. Aber danke, dass du fragst. Danke. Ciao, danke. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. So, das ist jetzt hier der geile 20 Liter Kanister von Wagner. Richtig geiles Ding. Und das Geile an dem Kanister ist, der kommt direkt mit so einem Schnorchel. Das ist nämlich auch derbe drauf, so einen guten Kanister zu haben. Und der Kurs für den Kanister ist natürlich echt geil. Der hat hier oben so eine Sicherung. Die geht eigentlich echt easy raus. Der Kanister lag übrigens hier im Kofferraum. Also das Ding ist bombendicht. Richtig nice. Und dann muss man hier nur den Hebel öffnen. Und da war natürlich Druck drauf. Im warmen Auto seit 2 Tagen. Ich habe das schon ein bisschen geplant, das Ganze seit 2 Tagen im Auto ist. Und deswegen war da ein bisschen Action drauf. Dann hast du hier so einen Haken. Ding mal. So, dann ballert man das hier so fest und dann kann man loslegen. Alter, hat gute 6 Minuten gedauert, ne? So Leute, das war's. Auto ist vollgetankt und jetzt machen wir den ersten Startversuch. Gucken wir mal, ich schnappe das Handy nochmal, dass ihr auch seht, was hier abgeht. Also vollgetankt ist er, das mache ich mal hier aus.
Zack, da ist er wieder. 20 Liter sind drin. Und das sind 20 Liter. 200 Kilometer Restreichweite. So, dann hat ja alles erfreulicherweise geklappt. Auto läuft wieder. Wir wissen, die Reserve der Reserve sind nochmal 3 Liter. Also rechnet aus, wie weit er kommt. Auto läuft perfekt. Und jetzt verabschiede ich mich mit Sound auf die Ohren. Also Peace. Also haut rein, Leute. Peace.